Na, liebe Kinder, seid ihr auch schon so gespannt, wie ich es bin? Gut. Ich hoffe, ihr wart artig gewesen, denn wenn nicht, die Konsequenzen werden euch heute dargelegt. In Reimform natürlich, das merkt man sich besser. Beginnen wir nun gleich mit der Titelfigur unseres Lehrbuchs. Hier kommt die erste Geschichte. Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, garstiger Struwwelpeter. Eine armselige Gestalt, dieser Struwwelpeter. Wie er da so dasteht mit ungekämmtem Haar und ungeschnittenen Nägeln. All der Spott, all die Häme. Ich sollte euch warnen, die nächste Geschichte geht nicht so glimpflich aus. Also seid artig und hört auf eure Eltern, denn sonst ergeht es euch wie dem Paulinchen. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durchs Zimmer sprang, mit leichem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. »Miau, miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh.« Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt, gar hell und licht. Es flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirst weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien, gar jämmerlich zu weinen. Herbei, herbei, wer hilft geschwind, in Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu Hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 miau. Wo sind die armen Eltern? Wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf den Wiesen. Der Tod ist doch ein sehr drastisches Ende. So seid gewarnt, mit Feuer spielt man nicht. Nicht ganz so tödlich, aber nicht minder brutal endet auch die nächste Geschichte. Ich sag nur schnipp schnapp, hier kommt die Geschichte vom Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf und herein im schnellen Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere. Hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Nun sind die Daumen ab und zack, wieder eine Lektion gelernt.
Wir kommen dem Ende jetzt schon sehr nahe. Aber bevor ihr alle geht, eine letzte Geschichte noch. Noch einmal lernen, was Manieren sind. Seid ihr bereit für den krönenden Abschluss? Schnallt euch an. Hier kommt die Geschichte vom Zappelphilipp. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's zur gleichen Zeit? Fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Uiuiui, ein Haufen Scherben, so viel Chaos, so viel Gewalt und Tod. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Seid schönartig, hört auf eure Eltern und lernt fleißig, denn sonst... Eines noch möchte ich euch mit auf den Weg geben. Die Geschichten gehen mir noch nicht aus. Und für einen Musterknaben gehört es sich, auch den Rest der Erzählung zu studieren. 6 weitere Geschichten warten noch auf euch. Also auf mit euch und ab in die Bibliothek, den Struwwelpeter lesen.